Christus ein Tanzen sein. Dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Vielleicht denken Sie beim ersten Hören, diese Losung hört sich so ähnlich an wie die Losungen der letzten Woche. Es geht um Gottes Gebote und darum, dass wir Menschen sie halten sollen. Das stimmt natürlich. Aber es lohnt sich sehr, sich genauer den Text anzusehen. Ich habe ihn auserkoren. Im hebräischen Original steht da Yada, erkennen. Erkennen, das beschreibt eine ganz intensive Beziehung. Adam erkannte Eva und sie ward schwanger, heißt es. Erkennen heißt, so dicht beieinander sein, dass mir der andere ganz vertraut, ganz nah ist. Und daraus entsteht Lebendigkeit und Leben. Gott sagt, ich habe Abraham erkannt. Ich bin ihm so vertraut, ich bin ihm so nah. Und darum, so sagt er, will ich ihm erzählen, will ich ihn teilhaben lassen an dem, was ich plane. Denn Gott hat an dieser Stelle vor,
die Stadt Sodom zu vernichten. Es war das Geschrei aus Sodom gekommen, dass die Menschen die Gesetze, die Gebote nicht halten, dass sie das Gastrecht brechen, dass Menschen umgebracht werden, dass sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Und weil Gott mit Abraham so vertraut ist, darum erzählt er es ihm. Abraham hat eine lange Geschichte mit Gott. Als erwachsener Mann, ja als alter Mann, als Greis machte er sich auf den Weg. Gott sagte ihm, ich will dir ein neues Land zeigen und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham vertraute auf Gott und ließ alles hinter sich, was ihm vertraut war. Den Ort, an dem er lebte, die Familie, mit der er vertraut war. Er machte sich mit seiner Frau auf den Weg im Vertrauen auf Gott. So einer ist Abraham, der auf Gott vertraut und bereit ist, vertraute Wege zu verlassen. Nun also sagt Gott ihm, ich will die Stadt Sodom vernichten. Und Abraham stellt sich ihm in den Weg und sagt, aber du willst doch nicht, dass gerechte Menschen sterben, nur weil einige Unrecht tun. Was ist denn nun, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind? Und Gott lässt sich auf die Verhandlung ein. Na gut, Abraham, wenn 50 Gerechte da sind, dann soll die Stadt erhalten bleiben. Und Abraham handelt Gott herunter. Schließlich sagt er, und wenn 10 Gerechte in der Stadt sind? Und auch bei 10 Gerechten will Gott die Stadt erhalten. Danach wendet sich Abraham ab. Weiter verhandelt er nicht. Es sind keine 10 Gerechten in Sodom. Aber das ist eine andere Geschichte. Was mich beeindruckt ist, wie Abraham mit Gott verhandelt. Wie Abraham Gott in den Weg tritt und ihn daran erinnert, was er versprochen hat. Und wie sich Gott an Abraham bindet. Gott lässt sich auf uns Menschen ein. Er ist uns vertraut, er ist uns nahe, er liebt uns. Amen. Herr unser Gott, du führst uns unseren Lebensweg. Wir bitten dich, dass du uns zu Vorbildern machst. Zu Vorbildern im Glauben, stärke uns, damit wir mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen andere ermutigen können. Zu Vorbildern im Handeln, stärke uns, damit unsere Tatkraft anderen zugute kommt. Mach uns zu Vorbildern im Mut, damit wir der Angst etwas entgegensetzen, im Vertrauen auf deine Liebe. Gott, wir danken dir, dass du uns so nahe bist. Amen.